Lassen Sie den Sturm abklingen. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Psalm 46,12. Ich habe in meinem Leben viele Stürme erlebt, manche waren nur wie ein kurzes Sommergewitter und andere eher wie Orkane mit Windstärke 12. Eines habe ich über diese Stürme gelernt, sie dauern nicht ewig, und ich sollte keine großen Entscheidungen treffen, wenn ich mittendrin stecke. In einer Krise gehen die Gedanken und Gefühle oft mit einem durch und deshalb sollten wir in solchen Zeiten sehr vorsichtig sein mit unseren Entscheidungen. Ich sage mir oft, triff keine Entscheidungen, wenn die Wellen hochschlagen. Wir müssen ruhig bleiben und uns darauf konzentrieren, das zu tun, was wir tun können und darauf vertrauen, dass Gott tut, was wir nicht tun können. Wenden Sie sich zu Gott, der über den Sturm hinausschauen kann und das ganze Bild gestaltet, statt in Sorgen und Ängsten unterzugehen. Er sorgt dafür, dass alles, was in unserem Leben geschehen soll, auch zur richtigen Zeit und mit dem richtigen Tempo geschieht. Er bringt uns sicher an das von ihm geplante Ziel. Gebet: Gott, ich weiß, dass ich nicht alles im Griff habe. Ich werde tun, was ich tun kann und darauf vertrauen, dass du den Rest machst. Die Stürme des Lebens haben keine Macht über mich. Ich vertraue auf deinen Plan für mein Leben.